Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es mal um Pflanzen bzw. Zimmerpflanzen gehen, die man für die Dekos anbauen kann. Ja, zunächst ist es einmal so, dass man natürlich ziemlich viele Pflanzen anbauen kann. Das habt ihr ja schon im Frischfutter-Video gesehen. Ich habe zum Beispiel Sonnenblumen draußen gepflanzt, Ringelblumen, also viele Blumen, die einfach schön aussehen, die man halt auch den Degus füttern kann. Und prinzipiell kann man natürlich auch all die Pflanzen drinnen anbauen. Dann gibt es halt auf der anderen Seite auch noch die ganzen Küchenkräuter, was wir ja auch gerne bei uns entweder in der Küche haben oder auch in dem Garten. Und dann gibt es halt auch noch Pflanzen, an die man vielleicht gar nicht so denkt, die man halt auch verfüttern kann. Das Problematische oder Spannende sind tatsächlich eigentlich gar nicht die Pflanzen. Also ich habe jetzt hier mal eine Grünlilie dabei, sondern das Spannende ist eigentlich eher, wie und wo ich es anbauen möchte und kann. Ich kann mir also prinzipiell jede Pflanze raussuchen, die für die Degus geeignet ist, und dann wird es aber etwas komplizierter. Draußen ist das natürlich relativ einfach. Wenn ich das draußen in meinem Garten anbaue, dann habe ich natürlich den Überblick, ist die Erde gedüngt, ist die Erde gespritzt, ist die Pflanze gespritzt. Wenn ich halt zum Beispiel die mit Samen einsehe, dann weiß ich, dass die muss ich spritze ich nicht, weil ich will sie an die Degus verfüttern. Ganz anders ist das allerdings halt bei Zimmerpflanzen, wenn ich sage, ich habe keinen Garten meinetwegen und ich muss mir jetzt Erde kaufen, ich muss mir einen Topf kaufen. Und ich muss dann gegebenenfalls sogar die Pflanze kaufen. Das heißt, bei allen gekauften Pflanzen, Zimmerpflanzen oder halt auch den Küchenkräutern müsst ihr halt extrem aufpassen, dass die nicht gespritzt oder gedüngt werden, also der Dünger auch auf die Pflanze halt kommt, weil das kann halt mitunter giftig für die Degus sein. Was ihr machen könnt, ist natürlich nachfragen. Ich würde mich allerdings da nie drauf verlassen. Gerade zum Beispiel im Baumarkt würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass die da eine valide Aussage machen können. Was ihr aber machen könnt, ist die Pflanzen einfach mal mit nach Hause nehmen und mal richtig schön abduschen. Das würde ich euch sowieso auch manches Mal raten. Ich habe mir schon mit der einen oder anderen Pflanze aus dem Laden komische Fliegen eingefangen und ja, von daher ist es manchmal ganz ratsam, die Pflanze einfach mal abzuspülen, sodass ihr euch da schon mal sicher sein könnt, okay, die Pflanze ist jetzt einigermaßen gesäubert. Dann super wichtig ist die Erde, die ihr dann benutzt. Ist prinzipiell erstmal egal, was für Erde. Da gibt es ja ganz verschiedene, ob ihr Kokoserde, normale Erde. Ich weiß nicht, was es da alles gibt. Da ist halt auch wichtig, dass die nicht gedüngt und vor allem noch nicht gespritzt ist. Da müsst ihr halt echt wieder genau nachlesen, ja, was da halt einfach so drin ist in der Erde. Oder ihr nehmt halt einfach vielleicht Erde aus eurem Garten, wo ihr die Pflanze eintopft. Den Degus macht das auch absolut nichts aus, wenn dann da mal eine Kellerassel oder sowas mit in der Erde ist. Ja, dann ist natürlich total interessant. Also, ja, ich habe jetzt im Mai und Juli das hier einfach mal reingestellt. Wichtig ist Tontopf, da können die halt nicht dran nagen oder sonst irgendwas. Und dann müsst ihr euch halt entscheiden, wie wollt ihr die Pflanze zur Verfügung stellen. Wollt ihr die im Topf mit der Erde, den Degus, ständig zur Verfügung stehen? Dann ist es natürlich sehr wichtig, dass die Erde nicht gedüngt ist. Noch dazu nimmt natürlich die Pflanze auch diesen Dünger ja auf, also ist der dann auch in der Pflanze. Das heißt, ihr solltet eigentlich sowieso nur ungedüngte Pflanzen verfüttern. Aber wenn ihr wirklich die Erde halt mit in den Käfig reinstellt, also quasi die komplette Pflanze, dann natürlich erst recht, weil die Degus halt auch die Erde vielleicht fressen werden mal, zumindest mal probieren, sich da drinnen suhlen oder irgendwas. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist dann halt immer, was auch sinnvoller ist, wahrscheinlich Stücke der Pflanzen reinzugeben, damit die Pflanze dann auch einfach nachwachsen kann. Genau, das war jetzt das, was ihr beachten müsst. Und jetzt würde ich euch gerne einfach mal ein paar Pflanzen vorstellen.
Was auf jeden Fall wichtig ist, ist auch keine Zierpflanzen verfüttern. Also es gibt auch zum Beispiel Bambus, gibt es echten Bambus, den die Degus fressen dürfen, und es gibt halt unechten Bambus, den dürfen halt Degus und andere Tiere nicht fressen, weil es halt, wie schon gesagt, kein echter ist, sondern irgendeine Züchtung, die halt nicht fressbar ist. Entweder sind sie sogar giftig oder halt einfach nicht verdaulich. Genau. Also gerade bei Zierpflanzen und alles, was ganz besonders schön blüht und schön aussieht, immer vorher nochmal nachlesen. Hier zum Beispiel so Ringelblumen, Kamille, das alles, das kann man ja theoretisch auch, blüht auch nett, kann man sich auch in die Fensterbank stellen, was völlig unbedenklich ist. Aber es gibt halt genug, ja, ganz toll blühende Pflanzen, die halt nicht geeignet sind. Genau, jetzt nochmal zu den geeigneten. Also es gibt zum Beispiel ganz viele von den Küchenkräutern. Also da haben wir dann zum Beispiel Thymian oder Rosmarin. Das haben wir zum Beispiel auch bei uns im Garten in einem Topf. Dann gibt es auch immer schön in so kleinen Töpfen Basilikum und Dill. Und genau, dann ist halt neben der Grünlilie gibt es zum Beispiel auch Gollywog. Das ist auch so eine kleine grüne Pflanze, die jetzt zwar nicht dramatisch schön blüht oder so, aber die halt viele kennen. Und dann gibt es halt zum Beispiel auch noch das bekannte Katzengras und zum Beispiel auch Zyperngras. Das ist halt auch für die Degus fressbar. Und was halt auch fressbar ist, jeder hat vielleicht schon mal in der Grundschule oder so Kresse angebaut oder im Kindergarten. Das kann man auch super für die Degus anbauen. Das ist auch fressbar. Ja, das war tatsächlich jetzt nur mal so kurz brainstorming-mäßig ein paar Beispiele, weil es einfach ganz, ganz viele Pflanzen gibt, die man anbauen kann. Also wenn man halt auch gerade für die Degus was anbauen möchte, ja, das, wie gesagt, kauft euch Ringelblumen oder so, die blühen auch schön, oder legt euch in eurem Garten ein kleines Beet an, wo ihr auch wirklich dann halt nicht düngt und so. Da könnt ihr also ganz verschiedene machen, irgendwas, was schick blüht. Ihr könnt auch Kräuter anbauen für euch und für die Degus. Also genau, da würde ich auch tatsächlich irgendwie eher hingehen als diese Zimmerpflanzen. Also wir haben jetzt auch eine Grünlilie, ja. Aber ich glaube, wenn, würde ich doch tatsächlich eher zu diesen ganzen anderen Blumen und Kräutern tendieren. Ansonsten, wie gesagt, ist es ja egal, was ihr anbaut. Einfach nachlesen, ob das speziell für Degus geeignet sind. Und jetzt zusammen mit dem Frischfutter und zusammen mit den Pflanzen, die ich euch jetzt genannt habe, habt ihr vielleicht so eine gute Übersicht, was man drin und draußen irgendwie anbauen kann. Und das sind halt jetzt auch einfach so mal die bekanntesten Pflanzen. Ja, genau. Ich hoffe, das hat euch erstmal so einen groben Überblick gegeben und vielleicht auch ein paar Ideen, so wie mir, dass ich jetzt halt eine Grünlilie quasi habe, wo auch die Degus was abbekommen. Und im nächsten Video ist auch ein Wunschvideo, da geht es dann mal darum, was man machen kann, wenn der Degu dazu neigt, einen zu beißen. Ja, dann danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!